Das wurde auch auf dem Bericht protokolliert, dass er gesagt hätte, dass Kopftuch Mittelfinger der deutschen Gesellschaft sei. Du bist doch eine Türkin, was hast du hier zu suchen? Geh doch wieder in dein Land. Ich studiere BWL. Ich bin im 6. Semester. Als ich dann ganz normal um 9 Uhr zur Vorlesung gegangen bin, hat sie halt verspätet angefangen. Wir sind dann ganz normal ins Klassenraum und ich hatte eigentlich genau das an, was ich hier gerade trage. Und der Professor, als ich mich hingesetzt habe, kam er direkt zu mir und meinte, ja, oh, Frau Kurz, Sie haben aber Ihre Textilienkleidung gesteigert. Und dann habe ich gesagt, danke, Sie auch. Er hatte so eine Weste an, irgendwie von der Bundesmarine, ich weiß es nicht genau, er hat irgendwie berichtet gehabt. Und dann hat er sich auch bedankt und dann meinte er, ja, vielleicht wollen Sie dann auch am nächsten Tag mit einem Schleier vom Mund kommen. Da habe ich gesagt, also ich weiß es nicht, sowas habe ich nicht vor, aber wenn es dann mal so dazu kommt, dann ist es halt so, ne? Dann werde ich halt so kommen. Und dann hat er angefangen, mich anzuschreien und meinte, nein, ich werde es nicht zulassen, dass Sie so hier hinkommen dürfen oder ja, also dass Sie überhaupt meine Vorlesung können. Meinte, sie tragen ja auch schon eine Uniform und meinte, ja, ich komme ja auch nicht mit einer Lederjacke und schwarzen Stiefeln hier reinspaziert. Und er wurde immer wieder lauter. Und dann habe ich ihm auch gesagt, dass es seine Meinung ist. Also wenn er das gerne tragen möchte, kann er das machen. So, ich habe nichts dagegen. Und dann wurde er noch mal lauter und meinte, nein, ich lasse ja auch niemanden, der ein Hakenkreuz trägt, hier sitzen in der Vorlesung und werde das auch nicht zulassen. Er meinte, ich werde dafür sorgen, dass sie so nicht in die Vorlesung kommen dürfen. Und hat mich dann halt weiterhin angeschrien. Also bevor er dann angefangen hat, lauter zu werden, hat er auf den Tisch gehauen. Also da hat schon angefangen irgendwie, dass ich richtig Angst bekommen habe. Ich dachte mir so, okay, was wird denn jetzt passieren? Was wird jetzt noch auf mich zukommen so? Weil ich weiß ja nicht. Und ich war voll in Schockstarre versetzt. Dann hat eine Kommilitonin von mir eingegriffen, meinte, dass die Aussage rassistisch ist, die er da gesagt hat und immer weiterhin auf vertritt. Und dass ich auch nichts gemacht hätte. Dann meinte er, ja, Sie und die Frau Kurt, ihr dürft dann einfach gehen. Und dann habe ich ihm einen schönen Tag gewünscht. Danach sind mit uns gemeinsam 9 Leute rausgegangen und dann im Nachgang nochmal 2 Leute. Wir sind sofort halt zum Dekan, zu der Sekretärin und wir haben dann ein Protokoll verfasst. Und sie hat diese dann einfach dem Dekan weitergeleitet. Während der Vorlesung meinte auch, dass ich Islamfaschist wäre und diese auch präsentiere. Einen Tag danach auf WhatsApp hat er dann weiterhin angegriffen. Also er hat gesagt, dass Leute wie mir in Iran unterdrückt werden und dass ich eine Erdogan-Wählerin wäre, obwohl wir noch nie über die Politik geredet haben. Als ich halt das erste Mal da war, meinte er direkt, ja, was für eine Staatsangehörigkeit hast du denn? So. Und dann meinte ich, ja, ich bin Deutsch. Dann meinte er, ja, du bist doch eine Türkin, was hast du hier zu suchen? Geh doch wieder in dein Land. Ja, warum lebst du hier? Und dann habe ich gesagt, dass ich hier glücklich bin.